Zwei. Das sieht kompliziert aus, das lerne ich mit der Zeit. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Eigentlich ist es echt easy. Du musst einfach nur, wie gesagt, vorwärts und Kreis machst du diesen Flourish-Angriff und dann einfach direkt die zweite Note spammen. Ja, dann bekommst du die zweite Note quasi gratis rein. Geht im Endeffekt darum, dir Zeit zu ersparen, ne? Der höchste Damage, den du machen kannst, das hat sich nämlich mit Eisbahn auch geändert, ist der hier. Muss ich den jetzt töten? Nee, muss ich nicht. Das mache ich jetzt mal nicht. Warte, ich renne nur schnell aus dem Gebiet raus, weil der Damage ist tatsächlich anders als früher. Der optimale Damage Output. Angenommen, du hast schon alles gebufft, natürlich. Die oberste Priorität liegt erstmal darin, alle wichtigen Buffs, nicht alle, die du hast, sondern nur alle wichtigsten, drauf zu bekommen. Aber seit Eisborn ist der höchste Damage Output der hier. Ein Angriff, also genau genommen, eigentlich wäre es der Angriff hier. Das ist Dreieck und Kreis gleichzeitig. Gefolgt von diesem Spin, den du mit der linken Schultertaste machst. Und das machst du dann einfach immer wieder. Wenn du Echo Wave, oder wie es heißt da, wie heißt denn dieser neue, dieses neue Ding eben, da auf der Waffe hast, wenn er diesen Song hat, dann killst du drei davon, machst dann alle drei Songs, wenn du das Zeitfenster dafür hast, da kommt nämlich richtig viel Damage, und dann noch einen Encore, und das macht dann quasi den dreifachen Damage nochmal. Also das ist die höchste Damage-Kombo, die du hast. Das war früher ein bisschen anders. Encore hat früher sehr, sehr, sehr viel Damage gemacht. Aber jetzt, zumindest solange du die Sonic Wave oder wie auch immer das Ding heißt, ich weiß es nicht mehr. Wie hieß denn das? Wave Blast? Keine Ahnung. Das neue eben. Solange du das noch nicht drauf hast, also solange du das nicht auf der Waffe hast. Oh Jesus, das war die falsche Taste. Solange du das nicht auf der Waffe hast und du das Zeitfenster dafür eben nicht zur Verfügung hast, ist das Beste wirklich tatsächlich einfach diesen Overhead zu spammen und danach diese Drehattacke mit der linken Schultertaste. Das ist der höchste Damage-Output, den du mit dem Hunting One haben kannst. Und noch dazu profitiert, ach so, genau, noch dazu profitiert das von Statuseffekten. Also dieses Drehen, weil es ja viele kleine Hits sind, profitiert wahnsinnig von Statuseffekten, weil es eben viele, viele kleine Hits sind. Hat sich bei den Eisbahn-Comps was geändert? Ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Früher war es eben, war dein Encore, also dieses Spielen gefolgt vom Encore immer der höchste Damage-Output. Und jetzt ist es eben, dieses Ding hier. Außer du hast diesen einen speziellen Song auf der Waffe. Und der zweite, also du hast zwei Cutting Damages auf dem Horn. Das ist einmal dieser Hilt-Step. Ups, falsche Taste. Einmal dieser Hilt-Step, der hier, der macht Cutting Damage. Und was auch noch Cutting Damage macht, ist dieser Downward. Also nicht das ganze Ding, sondern nur die erste Bewegung, wo er das Horn auf den Boden runterknallt. Das macht auch Cutting Damage. Also wenn du irgendwas cutten musst, dann damit. Die zwei Möglichkeiten hast du. Aber wenn du eh in der Party spielst, dann ist es, glaube ich, nicht so notwendig, weil dann hast du sicher einen Longsword. Also, du hast dir gesagt, du spielst mit Longsword-Usern zusammen. Ich glaube, da wird es dann am Cutting-Damage nicht fehlen. Dann bist du wahrscheinlich eher dafür verantwortlich, am Kopf rumzuböllern, ne? So. Sichte alle Monster in der Heimat der Ältesten. Ja, das ist hier das Gebiet von Kushala Dora. Da werde ich, glaube ich, keine anderen Viecher finden, ne? Hui, zum Glück gibt es keinen Fallschaden. So, den Radoban, oder was? Nee, nicht Urugan. Der ist hier, ne? Nicht der Radoban, sondern der Urugan. Und ich glaube, hier gibt es ein Lager, wenn ich mich nicht täusche. War das hier? Ja, genau. Neuer Lagerplatz gefunden. Da müssen wir dann nur noch freischalten. Die U-Bahn, genau. Waren die jetzt hier? Hier sind die Katzen, ne?
Genau, das ist die Heimat der Katzen hier. Des Katzenvolkes. Da ist wieder der, dieser, na wie ist der nochmal da unten? Ah, vergesse es immer. Der Dodo? Nein, nicht der Dodo. Dodonga, so hieß er, ne? Genau. Stimmt, den könnten wir eigentlich auch Dodo taufen. U-Bahn, Radbahn und Dodo. Ah, da haben wir wieder einen. Das ist jetzt der U-Bahn, ne? Genau. Es waren aber immer noch. Liebe dich auch. Das ist jetzt, sind jetzt aber immer noch nicht alle, ne? Einer fehlt noch. Wer fehlt denn noch? Oh, Uragan. Den will ich haben. Wo ist er? So. Wer ist denn noch hier? Also das ist nämlich. Gibt's im G-Rank andere Lava-Nervling? Meinst du, dass der gemeint ist? Traumkernerz. Fusium? Sehr schön. Keine Ahnung, ob ich das noch brauchen werde. Wenn ich im High-Rank, im G-Rank dann bin. Ja, ich auch. Was ist denn los jetzt? Ja. Gib mir das. Dankeschön. Nochmal Urogan. Immer diese Spurensuche hier, ne? Das ist halt mega lästig. An der tollen Story. Ja, Kaltgetränk. Hab ich ein... Hat sie mir jetzt einfach ein Kaltgetränk reinge... Ne, hat sie nicht, ne? Blöde Schnalle, ey. So, hier haben wir Fußspuren, die haben wir noch nicht gesehen. Das heißt, das könnte wirklich... Die... Ja... Doch nicht. Dankeschön. Oh, da haben wir eine gigante Spur. Die nehme ich mit. Im brennend heißen Lavagebiet, ne? Ich meine, ich verbrenne gerade bei lebendigem Leibe, aber never mind. Erstmal in Ruhe Stacheln einsammeln. Ah, hier ist Bonder. Echt? Ja, ja doch, eigentlich schon, ja. Ja, ja. Du hast das als Frau früher in den Schulen ja auch nicht gelernt, also was die Männer gelernt haben, sondern eher wie du eine gute Hausfrau bist. Das war die Generation von meiner Großmutter noch. Lavasio. Der Lavafisch. Ja, ist kein Ding, ne? Brennheiße Lava sprudelt hier oder plätschert hier auf die Rüstung, auf die Eisenrüstung, aber das lässt mich absolut kalt. So, ich glaube, jetzt habe ich alle, ne? Suche nach Hinweisen. Okay, mehr näher gigante Hinweise muss ich jetzt suchen. Das könnte man hinbekommen. Ist aber generell nicht in dem Gebiet. Lol, nice. Nicht in dem Gebiet unterwegs, normalerweise, ne? Der ist normalerweise. Nur ein bisschen warm, ja. Das ist eine Fleischwunde, ne? So, wo will ich hin? Da kann ich eh nicht lang. Da könnte ich... Nee, da kann ich auch nicht lang. Ich könnte da lang. Ja, ich dich auch, Schatz. Ich bin nicht verwirrt. So. Also näher gigante Spuren sind in der Regel entweder hier
Odogama-Spuren? Bin ich bekloppt oder läuft dir eine Katze nach? Was? Ja, der, hier, der Flo läuft mir nach. Lol, Flo heißt der. Keine Ahnung, die habe ich. Also deine Katze? Heißt deine Katze Flo? Wenn ja, dann läuft sie mir nach. Hier, guck. Ist das deine Katze? Hast du sie verloren? Willst du sie wieder haben? 6,50. Ich dich auch, Schatz. Ja, tut sie. Hat mittlerweile aber eine andere Rüstung. Vielleicht... Ich habe die irgendwo hier auf der Map gefunden. Ganz random. Also... Ich glaube, Nergigant, kommt der hier manchmal runter? Hm? Na, ich hab's jetzt akustisch nicht verstanden, was hast du gesagt? Ja. Ah, okay, dann habe ich es doch richtig verstanden. Du bist komisch. Was ist los? Okay. Die Katze, die war irgendwo random auf der Map. Da habe ich mir gedacht, ich nehme sie mal mit, weil die sah so einsam aus, weißt du? Ja. Ich habe immer weniger Stamina, ist mir auch schon aufgefallen, danke dafür, aber... Ich will jetzt kein Steak dafür rausschmeißen, ne? Kann man jetzt einfach auch wieder dem Nergigant, also... eine Expedition von jemandem beibringen, beitreten, der Nergigante schon hat? Da sind... Spuren. Damit man durch die Sichtung quasi in Freigeschau. Nerge mussten nicht suchen. Au, Mann, scheiß Katzen hier. Das sind eigentlich gar keine Katzen, das sind diese Umpa Lumpas, na wie Shakalaka, so heißen die. Nerge mussten nicht suchen. Ja gut, dann sammle ich mir. Hat den zumindest nach der ersten Quest. Hier steht Suche nach Hinweisen auf den Nergigante. Steht da. Das ist zum Abschließen der Expedition. Bin ich verwirrt. Es sollte mir vielleicht doch ein Steak oder so reinpfeifen kommen. Damit ich laufen kann. Ich habe aber nur eine Ration. Wow. Heftig. Ich habe alle in der Mission gefunden. Okay. Meinst du in der Expedition oder in der Mission? So, kann ich hier vielleicht was futtern? Ja, kann ich. Schön. Nein, nicht mit Geld. Mission? Aber das ist jetzt eine Expedition und keine Mission. Jetzt werde ich hier echt total verwirrt gerade. Schau mal, ob ich den Nergi habe, okay. Wenn das auch so klappt, ich weiß es ja nicht. Das Ding ist, also ich muss noch Spuren finden, aber Nergigante, normalerweise ist der entweder hier unten, ne? Ah, da sind wieder Spuren. Oder in dem anderen Gebiet da drüben. Ah, ne, die habe ich schon. Das ist doof. Ah, du blöder Mistdrache, ey. So ein blödes Mistvieh. Das ist nochmal. Wer? So, also entweder ist er hier unten immer oder hier oben. Oder eben da drin, aber da kann ich halt nicht rein jetzt noch, weil das Ding zu ist. Das ist vor ihm selbst noch nicht aufgebrochen worden, deswegen... Kann ich da nicht rein? Zumindest noch nicht. Oder kann ich mich hier einfach dran stellen und das wird aufgebrochen? Nee, ne? Nee. Hm. Ja, dann ist doof, ne?
Kann ich sonst. Sonst. Die Spuren sind ja nur da, wo das Monster normalerweise auch ist, ne? Das sind ja nicht auf der ganzen Map verteilt. Hab leider keine Untersuchung für ihn. Ah, ne, schon wieder falsche Taste. Mann, jetzt habe ich die Steuerung halt umgestellt und. Ah. So, das Ding ist halt, ich weiß nicht wirklich, wo ich sonst noch Spuren finden könnte oder spawnen die nach der Zeit einfach. Hab eine für eine Ergigante. Stimmt, sonst könnt auch raus und wieder reingehen, hast du recht. Ich habe halt nur irgendwie Angst gehabt, dass dann die anderen Dinge, die spawnen. Endlich daheim, ja GG. Wochenende, wuh! La hi! Ja, dann schauen wir mal. Gehen wir mit. Dann mach einfach mal Alexandra hier. Die Untersuchung auf. Oder die Expedition, whatever. Und dann schauen wir, ob wir den so bekommen. Oh, es wurde ein Dämonenschuh gesichtet. Also ich schalte mir hier noch eben das Lager frei, ne? Na, nicht du. Oder? Ja, du gehst von mir, dann halt du, oder? Kann ich nicht. Ja, gut. Einer Quest beitreten. Mein Jägerrang ist nicht hoch genug. RIP. Dumm gelaufen. Ich muss das so machen. Offenbar. Leider. Ich muss den normalen Weg machen, ja offenbar, ne? Aber der normale Weg ist halt so bescheuert. Das ist so unnötig. Hui, Ausdauerkäfer. Ausdauerkäfer sind toll. Oh, warte, da waren Fußspuren, da waren Fragezeichen, die will ich haben. Was sind denn das für Fußspuren? Ja, ich liebe dich auch, Schatz. Was ist denn los heute mit dir, hä? Oh, das kann man hier auch machen. Wie schieße ich denn nochmal? Nee, so nicht. Ach Gott, wie war denn das? Wie schieße ich nochmal hier? Mit der Taste? Ja, komm. Wir suchen jetzt einfach die Spuren und gut ist. Oder Gamma-Spuren. Was? Mich frustriert gerade, dass die Leute zu blöd für den Vellum-Val Hasak sind. Ich war gerade in 4 Quests und alle sind gescheitert, weil einer dreimal gekartet, gefaintet ist, ja. Das hatte ich. Ich weiß halt, bei Val Hasak hast du das Phänomen generell oft, finde ich. Also, ich glaube, die Leute checken das nicht, wie das funktioniert mit dem, wie nennen wir es denn jetzt? Mit dieser Seuche oder dem Fluch oder dem Gift um ihm herum. Wie, was waren das jetzt nochmal genau? Ah, das ist so ein Vieh, da haben wirklich die meisten Probleme, glaube ich. Bei der Gigante und bei dem. Bei Deostra haben sie in der Regel weniger. Miasma, genau. Keiner schafft es mit Miasma-Juwel auf die Rüstung zu gehen. Oh, guck, haben wir Radobahn, U-Bahn, meine ich. Nicht Radobahn, das ist ja eigentlich ein Uragan, ne? Und den Dodo hier. Aber jetzt finde ich keine Spuren mehr. Was sind denn jetzt denn der gigantische Spuren? Ah ne, nicht den Knochen auf. Ich wollte nur die Spuren aufsammeln. Leute. Also das brauche ich für die Forschung, lol. Ja komm, dann nehme ich es halt mit. Walhasak klingt immer wie alter Sack. Walhasak? Naja. Aber mit sehr, sehr, sehr viel Fantasie, ne? Sehr, sehr, sehr viel Fantasie. Kann der Nergigante auch darunter? Ich glaube, der geht nie darunter, oder? Aber ich weiß es gerade nicht. Ich guck mal. Nee. In bevor Brachydios, ne?
Ja, er kann da runter, wirklich. Ich hatte es nicht in Erinnerung, dass er da runter geht. Kann sein, dass denn ja gigantische Spuren an vordefinierter Stelle sind. Ja, das kann natürlich sein. Oh, da haben wir jetzt was Besonderes gefunden. Ein Feuerzellenstein. Aber ich habe irgendwie... Ich dachte eigentlich, dass die Spuren nur dort sind, wo er auch hin kann. Hier kann er nicht sein, genau. Also quasi nur in diesem ersten kleinen Gebiet dort. Ich renne trotzdem einfach mal alles durch. Jetzt ich... Vielleicht sind die Spuren ja eine Ausnahme zu den normalen Spuren. Wäre zwar irgendwie bescheuert. Hier haben wir zum Beispiel Spuren von einem Vieh, das wir noch nicht gesichtet haben oder noch nicht kennen. Sagte derjenige, der Basil Goose als Beetlejuice bezeichnet... sorry? Also Beetlejuice ist eine der offiziellen Spitznamen von Basil Goose. Das könnte dazu ratlos sein, stimmt, ja. Komm, heil mich mal hier. Ich nenne ihn Beat 52. Ja, gibt's auch. Der hat ja mehrere Namen. Aber eines hat er mit allen, also über eines sind sich alle Leute einig. Jeder hasst ihn. Maßlos. Anonymer Schädel. So, dann hätten wir die Feldforschung auch abgeschlossen. Bekommen wir wieder ein paar Punkte. Dankeschön. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht für die Feldforschung. Aber jetzt ist natürlich immer noch... Ah, hier haben wir noch Spuren. Guck. Ah. Und da auch. Ah, abgeschlossen. Okay, jetzt habe ich genug. Komm, das nehmen wir auch noch mit, wenn wir schon da haben, ne? Why not? So. Was? Ach, falsche Taste. Mann, ist das doof, wenn man mitten im Spiel die Tastenbelegung umstellt. So. Ich mag ihn, wenn er mein Ziel ist, ansonsten nervt er mich. Ja, ganz genau. Aber es ist halt meistens so, dass er nicht dein Ziel ist und einfach so reinplatzt. Und ich finde Devil Joe da weniger nervig. Brauchst du nur noch eine? Botanische Ernte einholen. Blablabla. Okay. Suche in der Heimat der Ältesten... Was, schon wieder? Hä? Gerade haben sie mir noch gesagt, ich bin fertig. Spielen wir endlich RimWorld? Nein, tun wir nicht. Devil Joe zerlegt wenigstens gleich dein Ziel. Das ist wahr. Was? Weil ich jetzt Lust auf das habe. Wieso muss denn das jeder hinterfragen?